Willkommen erneut zurück zu Kingdom Hearts, Region of Memories, Reverse Rebirth mit keinem geringeren als Riku. Und mittlerweile ist seine Geschichte an dem Punkt angelangt, wo Sora Maluxia besiegt hat. Das heißt, seine Story geht sogar noch nach der Sora-Geschichte weiter. Zuletzt habe ich nämlich Lexaeus besiegt, die Nummer 5 der Organisation. Und dann ist aber hier noch Sexion aufgetaucht und hat mir die Karte zu den Inseln des Schicksals gegeben. Und deswegen geht's da jetzt doch hin. Dass mir die Winde der Insel so sehr fehlen würden. Oh Mann, es gab Zeiten, da konnte ich es nicht erwarten, von diesen Felsen herunterzukommen. Und jetzt bin ich erleichtert, hier zu sein. Sind das... Hey! Was ist mit euch los? Ich habe euch drei noch nie so still gesehen. Habe ich was im Gesicht oder was ist los? Hallo? Alter, voll fies. Die sind einfach mal verschwunden, die haben sich aufgelöst. Was soll das jetzt wieder bedeuten? Hat Riku die drei jetzt etwa auch vergessen, oder? Ich verstehe es nicht ganz. Egal, kartenmäßig muss ich nach... Hoho, da hinten hin. Na, das kann ja jetzt was werden. Na gut. Hier habe ich im Moment eh nur eine Richtung, die ich nehmen kann. Und zwar durch diese Tür hier. Wo ich irgendeine 1er-Karte oder eine 0er-Karte brauche, nehme ich einfach eine schwache Dunkelheit. So, dann sollte ich hier wirklich ein bisschen kämpfen. Ich muss noch stärker werden. Viel stärker. Viel stärker. Sehr viel stärker. Hey, was zum... Du sollst nicht meine Karten stechen! Das kann ich gar nicht leiden. Ui, jetzt kommen hier die Schattenquasare. Aber die haben jetzt alle nur richtig schlechte, schwache Karten. Eben wegen dieser... Ihr wisst schon. So, oh. Das habe ich auch mal. Das habe ich auch irgendwie nicht immer. Sanctus Salve. Doch nicht. Na dann halt Darkness. Und geschafft. Da gibt es eine grüne Karte im Raum der Begegnungen. Okay. Boah, da brauche ich so viele... Ich gehe mal hier hin. Hier brauche ich nur eine 1er-Karte. Oder auch eine 0er-Karte. Ah, machen wir einen schwarzen Raum. Einen Rassistenraum. Einen Raum mit maximal pigmentierten Pufungis. Um es mal etwas netter auszudrücken. Die mich netterweise auch gar nicht angreifen, deswegen beinhart ignoriert. So, jetzt wieder irgendeine 1er- oder 0er-Karte, schon wieder. Habe ich hier nicht mal irgendwas... Nee, bei den Grünen irgendwie nicht. Verschnaufpause, jetzt ist Quatsch. Mach mal ausnahmsweise mal eine Kreuzung der Räume, komm. Und es ist sogar... Tja, lol. Eine Kreuzung der Räume wurde zu einer Verschnaufpause. Raum, na meinetwegen. Meinetwegen muss ich nicht, falls ich nochmal irgendwie mich heilen möchte, nicht ganz wieder zurück zum Anfang gehen. Wobei, da wäre sowieso keine Möglichkeit gewesen. Also, ist egal. So, hier
Irgendwas mit einer 2? Habe ich sowas dabei? Ja, eine... Ach nee, ist schon wieder eine gnadenlose Dunkelheit. Da mache ich mal nochmal einen schwarzen Raum. Gnadenlose Dunkelheit ist irgendwie echt das Nervigste. Weil die ja ständig angreifen, die Herzlosen. Die geben da ja überhaupt keine Ruhe. So, was ist jetzt hinter dieser Tür? Kommt da schon der Schattenborn oder was kommt da? Eine grüne Karte mit Mindestwert 7. Habe ich sogar dabei. Stunde des Kämpfers. Und den Schlüssel des Anfangs auch. Bitteschön. Kairi. Hey, Kairi, du etwa auch? Nein. Du wusstest doch, dass das passieren würde. Du bist doch schon vorher durch viele Welten aus deiner Erinnerung gereist. Und in diesen Welten sind dir nur dunkle Wesen begegnet. In deinem Herzen sind nichts als dunkle Erinnerungen übrig. Alle deine Erinnerungen an deine Heimat sind weg, jede einzelne. Das ist gelogen, ich erinnere mich noch genau an alle hier. Tidus, Selfie und Wacker und auch an Kairi und Sora. Sie sind meine engsten Freunde. Und wer hat diese Freunde links liegen lassen? Vielleicht hast du ja einige deiner Taten vergessen. Du zerstörtest deine Heimat. This is... that night! All of the islands you grew up on were sundered, scattered. Many hearts were forever lost to the darkness. Because of what you did! You hated being an islander, so you opened the door to darkness and destroyed the islands. It was you! You were pulled into the darkness then, and now you belong to the darkness. You should look. Look at what you truly are! Das bin doch nicht wirklich ich! Huh!
Sora! Sora! Was zum... Was ist jetzt los? Sora steht hier rum und hinter mir ist jetzt eine Tür aufgetaucht, aber... Ich glaube hier überhaupt nichts mehr. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch den Schattenborn gerade besiegt. Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Ich glaube hier überhaupt nichts mehr. Vor allem, wie sexy und hier reingekommen. So, Schattenborn. Mimikry, kopierte gegnerische gegenwärtige Feindeskarte. Irgendwie total unnötig. Wie zur Hölle ist sexy und hier reingekommen? Ich verstehe das nicht. So, Tornado-Tänzer, ja, verdummen Schattenborn. Ein Herzloser, der vor Ricos Sturz in die Dunkelheit angelockt wurde und die Insel des Schicksals zerstörte. Sexion rief ihn herbei, um Rico zu unterwerfen, aber das hat er nicht geschafft. Aber warum zur Hölle ist jetzt Sora hier? Und warum habe ich keinen Level-Up machen können? Weil es sich ums Popolek nicht ausging. Naja, dann halt nicht. So, aber was ist jetzt los? Durch die Tür oder Sora anquatschen? Ich würde sagen, erstmal Sora ansprechen. Warum habe ich das Gefühl, das ist eine Verarsche? Sora, it's me. Oh, what? Stop it, Sora! Don't you recognize me? Yeah, I recognize you. I can see exactly what you've become. How can the light hurt you? Riku, have you really become a creature of the dark? You're not Riku anymore. You're just a pawn of the darkness. So be it. It's time for you to face the light! I'm fading, fading away into the light. You won't fade. You can't fade. There's no power that can defeat you. Not the light, not the dark. So don't run from the light, and don't fear the darkness. Because both will make you stronger. Make me stronger? Darkness too? Yeah. Strength that's yours. The darkness inside your heart, it's vast and it's deep. But if you can, truly stare into it and never try to look away. You won't be afraid of anything again. All this time I've tried to push the darkness away. You've got to just remember to be brave. Know that the darkness is there and don't give in. If you do that, you will gain strength. The kind that's unlike any other. You'll be able to escape the deepest darkness. And I'll be able to see through the brightest light. Follow the darkness. It'll show you the way to your friends. Can I face them? You don't want to? You know I do. Of course. And I will. With my strength. My dark strength. Darkness! Impossible! How is it that you found me when you were there in the light? You reek of darkness. Even the light can't block the smell. I guess I followed the darkness right to you.
This is absurd. Then I shall make you see that your hopes are nothing, nothing but a mere illusion. After all your protests, you're still like us on the side of darkness. I know who I am. When did that happen? You were always terrified of the dark before. Not anymore! Oh, das war jetzt echt heftig. Ich habe sogar noch gegen Sexion gewonnen, auch wenn das ein knapper Sieg war, muss ich zugeben. Ich habe es doch noch geschafft. Das letzte Sinister-Folger hat ihm das Licht ausgepustet. Jetzt muss ich nur noch mal hier raus. Alter, war das heftig. Der hat sich einfach noch aufgeteilt. Der hat versucht, uns zu verarschen. Der hat sich in Sora verwandelt. Dabei war es gar nicht. So, irgendeine Dreierkarte. Boah, das war so krass. So, komm, dröselnde Dunkelheit. Ich will einfach nur noch mal hier raus. Kein Bock mehr. Bin froh, dass ich noch zwei weitere Level-Ups wieder bekommen habe durch diesen Kampf. Und jetzt habe ich nochmal Lebenspunkte erhöht und natürlich wieder die Angriffskraft. Bin ich froh, dass ich das geschafft habe. So. Aber vor allem ohne zu speichern direkt hintereinander diese zwei Kämpfe, das war übel. Zuerst der Schattenborn und dann eben noch der Kampf gegen Sexion, ne? So, Refugium des Siegers. Leute, ich werde auf jeden Fall jetzt den Part beenden, ist doch ganz klar. Ich glaube, der hat auch eine gute Länge erreicht. Deswegen werde ich hier oben speichern und ich habe ja auch vor allem keine Ahnung, was mich jetzt noch erwarten wird im Schloss des Entfalls. Wer soll denn da jetzt noch übrig sein? Sexion, aber der... Bei Sexion sah es aber gerade irgendwie so aus, als wäre der noch abgehauen. Der ist nicht wirklich verschwunden. Aber sonst, es
Gut, Axel wäre noch da, aber ich glaube nicht, dass sich Rico mit Axel anlegt, beziehungsweise umgekehrt. Er hat gar kein Interesse an Rico. Axel ist, glaube ich, einfach weg. Also, ich glaube, gegen den werde ich jetzt nicht kämpfen müssen. Aber wer könnte das dann sonst noch sein? Ich glaube, ich weiß. Na klar, klar doch. Es gibt doch nur eine einzige Möglichkeit, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Es gibt nur einen einzigen Typen, gegen den Rico wirklich noch wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich kämpfen muss, um zu gewinnen. So, jetzt habe ich nur noch die Sexion-Karte. Verwirrschlag. Angriffe verwirren den Gegner mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Dauer 50 Angriffe. Resistent gegen Feuer, Eis, Blitz und Spezialangriffe. Naja, wenn der Gegner verwirrt ist, kann er ja dann selber nicht mehr angreifen. Das ist vielleicht gar nicht mehr so blöd. Naja, gegen den einzigen, gegen den Rico wahrscheinlich noch kämpfen muss, ist natürlich kein geringer als Ansem. Ich meine, gegen wen soll er denn sonst noch antreten? Außer... Oder nochmal gegen Rico Replica? Nochmal gegen Replikun letztes Mal vielleicht? Das kann auch noch sein. Der ist doch auch noch irgendwie da, oder nicht? Vielleicht noch ein letztes Mal gegen Replikun, dann wahrscheinlich noch gegen Ansem. So stelle ich mir das vor. Ob ich recht habe oder nicht, das wird sich ja im nächsten Part noch zeigen. Also, vielen Dank fürs Zusehen. War ein sehr spannender Part mit zwei richtig geilen Bosskämpfen. Und, naja, wir nähern uns, glaube ich, langsam aber sicher auch dem Finale von Ricos Geschichte Reverse Rebirth. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!